Liebe Freunde des Waldes, hallo und herzlich willkommen. Ich bin Jovi und ihr seid beim Waldpfad. Ihr fragt euch vielleicht, wenn ihr gerade anfangt, die Natur ja, zu entdecken, Interesse zu haben an Bushcraft, Outdoor, Survival, die ganzen großen Themen, die jetzt auf YouTube mit Seven vs. Wild auch groß geworden sind. Aber ihr fragt euch eigentlich, ja, was brauche ich denn eigentlich? Also ich habe euch hier mal in meinen Rucksack gepackt und möchte euch gleich mal ein paar Sachen vorstellen, die ich da drin habe. Ich habe heute mal alles dabei und das ist mir auch ganz wichtig. Es ist also auf der einen Seite so ein Video, wie es ein Loadout gibt, was es überall auf YouTube auch gibt, dass es tatsächlich ein Loadout ist mit ja, was habe ich alles in meinem Rucksack dabei. Ich habe tatsächlich auch ziemlich viel im Rucksack dabei. Es wird ein Zweiteiler werden. Also jetzt heute werde ich mal Einsteigerausrüstung vorstellen, was ich dabei habe, wenn ich sozusagen über die essentiellen Grundlagen rede. Dann der zweite Teil kommt morgen raus und da wird es dann darum gehen, naja, was ist sozusagen das nächste Level? Was ist das für Fortgeschrittene, für die, die sagen, naja, ich möchte noch mal eine Facette drauflegen. Da geht es um Spezialisierung, da geht es eben auch noch um Ergänzung der Ausrüstung und eben noch mehr Möglichkeiten, was ihr dann draußen auch machen könnt. Heute möchte ich euch allerdings vorstellen, was ich im Rucksack dabei habe für Anfänger. Als erstes ist es natürlich wichtig zu sagen, als ein Rucksack. Das ist mein erstes mein erster Ausrüstungsgegenstand. Er muss nicht groß sein, er muss nicht für Outdoor sein. Das hier ist tatsächlich mein Rucksack, den ich auch zur Arbeit mitnehme oder meinen Laptop drin haben kann. Das ist nicht speziell für Bushcraft ein Rucksack. Ich glaube, da ist tatsächlich auch zu viel. Das wird alles zu hoch gehoben in der YouTubers-Welt, wo die sagen, ja, der und der Rucksack ist das Einzige. Sicherlich gibt es Rucksäcke, die haben Vor- und Nachteile, aber erstmal für den Anfang ist es total egal, welchen Rucksack ihr habt. Hauptsache, ihr habt irgendwas, der sich einfach tragen lässt, der eben auch gut funktioniert und alles mitnimmt, was ihr so braucht. Und ja, jetzt fällt der Tisch zusammen. Haben wir tatsächlich jetzt einen Rucksack allgemein einfach dabei. Das nächste ist eine Plane oder ein Tarp. Das werde ich jetzt gleich auch mal aufspannen, weil heute ist es ziemlich regnerisch oder grau und fieselt immer zwischendrin und das macht sich nicht so gut mit der Kamera. Deswegen werde ich das Tarp jetzt mal als erstes aufbauen, weil da haben wir dann tatsächlich auch den ersten Schutzgegenstand, den ich auch für Anfänger empfehlen würde, weil das Tarp sich einfach ziemlich einfach einen Sonnensegel verwenden lässt, gegen Regen sich schützen lässt. Man kann da windsicher drunter sein und man hat sozusagen einen Anlaufpunkt, wenn man draußen unterwegs ist. Das ist auch besonders wichtig. Ich möchte eben auch für Familien darauf eingehen, dass man nicht nur alleine rausgeht, sondern auch mit Kindern. Und da hilft es einfach, eine Plane dabei zu haben. Die kann man einfach aufspannen und dann sind die Kinder eben auch sicher vor der Sonne oder vom Regen. Es lässt sich auch mal schnell über die Ausrüstung drüber legen und man kann sich komplett regensicher mal abdecken, wenn man jetzt gerade wo unterwegs ist und eine Pause macht oder da im Regen sitzt, hilft das einfach. So, jetzt machen wir eine kurze Unterbrechung. Ich bin dann gleich wieder da, wenn ich das Tarp aufgebaut habe. Ich muss mal gucken, wie ich das jetzt hier aufgebaut bekomme und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, jetzt können wir weitermachen. Jetzt haben wir das Tarp, jetzt haben wir schon mal die ersten zwei Ausrüstungsgegenstände hinter uns. Machen wir mit dem dritten weiter und der ist wohl der beliebteste bei den meisten Outdoor-Freunden und das ist das Messer. Hier ein Mora-Messer. Da gibt es verschiedenste Messer. Ich habe hier auch noch eins am Gürtel, ein finnisches Puku-Messer. Da gibt es, und da seht ihr schon dran, es gibt einfach so viele verschiedene Messer. Ich habe noch ein Opinel dabei und da gibt es dann aber auch noch mal spezielle Videos, die kommen, wo ich auf die verschiedenen Messer drauf eingehen werde. Erstmal ist wichtig, wir haben ein Messer dabei. Als nächstes haben wir einen Ausrüstungsgegenstand, den viele von euch sicherlich so erstmal nicht erwarten würden, der allerdings besonders wichtig ist, wenn man auch mal was bauen will, was machen will. Und das ist Seil. Ich habe hier jetzt so ein bisschen, Paracord dabei. Ich habe zu Hause noch verschiedene Seile, aber das ist erstmal so als Einstieg hier, so was sind das, 30 Meter Paracord, sind erstmal ganz gut, weil damit kann man alles Mögliche machen und Mögliche basteln. Ist ganz hilfreich dabei zu haben. Hier auch so eine Abspannseile für das Tarp könnt ihr so schnell selber machen und euch das Ganze in verschiedenen Längen dann zurechtschneiden. So, jetzt haben wir erstmal schon Rucksack, Tarp, Messer, Paracord. Jetzt geht es weiter mit einem weiteren wichtigen Thema, was ich finde häufig unterkommt oder häufig so ein bisschen unter die Räder kommt, weil es nicht genannt wird. Ein Erste-Hilfe-Paket. Und da habe ich hier eins aus dem Forstbereich. Das ist das, was die Waldarbeiter
immer bei sich führen müssen. Dann gibt es hier auch noch so ein Travel-Set. Die kosten zwischen 1 und 4 Euro. Kosten nicht viel. Warum sind meine rot? Ihr werdet bei anderen Loadouts sehen, dass ganz viele mittlerweile mit so oliv- oder sandfarbenen Tactical Erste-Hilfe-Sets anfangen. Ich bin da überhaupt kein großer Freund und Fan von. Für mich gehört Rot einfach für Erste-Hilfe dazu. Dann ist auch in aller Hektik und Panik einen roten Beutel findest du im Rucksack, den findest du auch, wenn er irgendwo auf dem Boden liegt. Finde ich einfach nummer wichtig, euch einen roten Paket hier zu holen, egal welches jetzt ist. Ist auch egal, mit einem Pflastern drin, mit einer Schere drin, mit einer Wärmedecke drin, mit einer Mullbinde drin, dass ihr auch größere Verletzungen abbinden oder verbinden könnt. Und auch einem Dreieckstuch, dann könnt ihr auch einen Arm hochbinden, wenn er irgendwas ausgekugelt ist oder euch geprellt habt oder gebrochen habt. Das ist einfach wichtig. Für mich ist Rot deswegen einfach wichtig. Ich bin schon in einigen Situationen gewesen, wo man schnell Erste Hilfe braucht. Und in dem Moment hat man so viel Adrenalin, da ist so viel was passiert. Da will ich nicht noch überlegen, wo habe ich das Ganze jetzt. Sondern es sollte immer an der gleichen Stelle sein, bei mir im Rucksack. Hier habe ich auch noch eins drin, es ist immer in der Seitentasche. Wenn man von oben reinguckt, sieht man, aha, ist rot, ist gleich greifbar, ist gleich da. Das ist einfach wichtig. Auch wenn ihr mit anderen in der Gruppe unterwegs seid. Wenn alle immer rot als Erste Hilfe bei haben und ansonsten nichts der Ausrüstung rot ist, wisst ihr, rot ist immer Erste Hilfe. Da findet ihr immer ein Pflaster, da findet ihr immer eine Verbindung, Mullbinden und sonstiges. Wie man das Ganze dann auch vor Ort anwendet, da könnt ihr gerne mal drunter kommentieren. Kann ich auch noch mal stärker auf das Erste-Hilfe-Set eingehen. Für mich ist Rot einfach nur relevant als Farbe. Und das ist, glaube ich, so ein Punkt, den ganz viele in der Outdoor-Szene nicht beachten oder nicht berücksichtigen. Jetzt haben wir Erste Hilfe abgedeckt. Das ist mir immer ein ganz wichtiges Thema. Dann als nächstes die Trinkflasche. Ich meine, ihr könnt euch auch so einen Becher mitnehmen. Das ist jetzt ein Emaillebecher. Für den Anfang finde ich, ist eine Wasserflasche mir viel lieber als ein Becher. Weil mit einem Becher kann ich erstmal wenig draußen machen. Hier kann ich wenigstens auch gleich schon mein Getränk oder mein Wasser mitnehmen und habe es dabei. Die meisten von euch werden auch Trinkflaschen zu Hause haben. Ansonsten eine PET-Flasche, 1,5 Liter Wasser macht es auch. Der nächste meiner essentiellen Ausrüstungsgegenstände ist auch einer, den die wenigsten sonst dabei haben. Ich habe hier in verschiedenen Formen jetzt hier mal so einen ganz Standard Stoffbeutel dabei. Ich habe hier noch so eine selbstgemachte Tasche mit Holzgriffen, die auch schön verschließt, ist dann eine schönere Variante davon, aber ein ganz normaler Stoffbeutel. Den habe ich tatsächlich in meiner Jackentasche dabei, den habe ich im Rucksack, in der vorderen Tasche dabei, den habe ich immer irgendwo eingreifbar, weil ihr wisst nie, wo ihr draußen unterwegs seid, was euch einfällt, wo ihr dran vorbeiläuft und dann braucht ihr mal was. Und dann habe ich immer einen Stoffbeutel dabei, weil ich mir so denke, naja gut, wenn ich jetzt im Herbst wieder an Apfelbäumen vorbeigehe und die irgendwo am Wegrand stehen, dann kann ich mir hier auch 1-2 Äpfelchen reinpacken. Wenn ich sonst im Wald unterwegs bin und mal jetzt die Bärlauchsaison ist oder Pilz sammeln, ich habe dann immer ein Behältnis bei, was ich schnell, was nicht viel Platz verbraucht, was ich aber schnell wieder nutzen kann. Und darum geht es mir. Es geht mir nicht darum, hier den großen Overnighter und das große Survival-Experiment zu machen, sondern es geht mir einfach darum, was ihr tatsächlich am meisten brauchen werdet. Und so einen Stoffbeutel habe ich tatsächlich noch nie, der habe ich öfter vermisst, wenn ich ihn mal nicht dabei hatte, aber ich habe ihn auch mich noch nie kaputt geschleppt, weil ich jetzt so ein Stoffbeutelchen im Rucksack dabei habe. Deswegen habe ich da immer ein paar dabei, überall verteilt. Im Auto habe ich auch welche liegen. Man weiß nie, wo man dann was einkaufen möchte. Also Stoffbeutel ist immer dabei. Gut, jetzt habe ich noch zwei Punkte, die ich als Bonus bezeichne. Muss man nicht dabei haben, können aber unter Umständen doch ganz angenehm sein. Und das eine ist ein Regenschirm, also so ein kleiner Knirps. Verbraucht nicht viel Platz, ist an der Seitentasche beim Rucksack dabei. Ich weiß, dass viele sagen, naja, Regenjacke und geben hunderte Euros für Regenjacken aus. Regenjacken werden euch immer, also wird auf einmal, der Aufwand ist größer, sie anzuziehen. Auf der anderen Seite, irgendwann wird sie auch durch sein und dann ist es sowieso egal, was ihr dabei habt. Aber wenn jetzt mal so ein kurzer Schauer kommt und ich jetzt weiß, ich bin im Regen unterwegs, so ein kleiner Knirps, der reicht da schon bei weitem aus. Finde ich tatsächlich eine ziemlich gute, einfache Sache. Die meisten von euch haben sogar einen zu Hause. Da braucht ihr euch keine Regenjacke für 200, 300 Euro kaufen. Wenn ihr einen Knirps habt, dann reicht mir das auch. Und dann noch ein Bonustipp ist
Handschuhe. Und zwar versucht welche mit Leder zu bekommen. Da könnt ihr am Ende viel mehr draus machen, habt Multizweck. Aber das ist teilweise ganz hilfreich, wenn ihr viel auch mit Ästen und Stämmen arbeiten wollt. Dann könnt ihr da wenigstens so ein bisschen oder in Brennnesseln unterwegs seid. Habt ihr da die Hände, könnt ihr schützen. Und ist vielleicht ganz hilfreich. Also das ist so ein Bonustipp noch, was ihr haben könntet, aber was schon darüber hinausgeht, über die Essentiellen und die Basics. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Es ist tatsächlich, glaube ich, ein bisschen länger geworden, als ich geplant habe. Aber so habt ihr jetzt mal einen Überblick bekommen davon, was ich tatsächlich so in meinem Rucksack dabei habe und was ich tatsächlich auch regelmäßig eigentlich verwende. Was ich auch für einen Einstieg die meisten von euch sicherlich zu Hause haben werden. Und genau. Wenn das Video draußen ist, morgen kommt es, dann seht ihr hier das für Fortgeschrittene das Video, wo ich dann auf weitere Ausrüstungsgegenstände eingehe, die auch dann spezieller in verschiedene Bereiche unseres Outdoor-Hobbys, des Bushcraftens und Wanderns eben darüber hinausgeht. Ich wünsche euch bis dahin gut Fahrt und bis morgen.